Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Pottananda auf unserer kleinen Osterrunde hier auf der Halde Rhein-Elbe. Wir sind unterwegs auf einer wunderschönen, pittoresken Runde. Man glaubt es kaum. Mehr Natur geht im Dreistädtereck hier wirklich nicht. Zwischen Essen, Bochum und Gelsenkirchen, zwischen Halde Rhein-Elbe und dem Bismarckturm am Landschaftspark Mechtenberg. Seid dabei und kommt einfach ein Stück mit. So, nach etlichen urbanen Kilometern auf Gelsenkirchener Stadtgebiet haben wir das Paradies hier am Mechtenberg erreicht, der Landschaftspark in Essenkreis, Schrägstrich Leite, wenn ich hier richtig informiert bin. So, und hier fängt es auf jeden Fall wieder an, pittoresk zu werden, und die nächste Aussichtsplattform haben wir auch erreicht, da geht's rauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Stufen haben mich in den Himmel des Mechtenbergs katapultiert. Fantastische, pittoreske Aussichten bieten sich mir. Das ist Ruhrgebiet, das ist schön, hier wollen wir sein. Ja, und natürlich haben wir immer wieder tolle Aussichten, natürlich von der Halde Rhein-Elbe. Ein super 360 Grad Rundumblick, und auch hier ist die Essener Skyline nicht fern. Da hinten sehen wir das Gerüst von Zeche Bonifatius. Ja, und wir gehen jetzt weiter Richtung Bismarckturm. Jetzt überschreiten wir die Mechtenbergbrücke, wer kennt sie nicht. So, unter uns die B227, und ihr werdet es auf jeden Fall gleich erkennen, die Brücke hier hat einen Wiedererkennungswert. Und da geht's, wo geht's denn da lang? Da geht's nach Essen. Liebesschlösser. Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt in NRW. Wer hätte es für möglich gehalten, sagenhaft. So, und tatsächlich haben wir eine natürliche Erhebung hier, die einzige, weit und breit der Mechtenberg mit dem Bismarckturm. Gleich sind wir da. Und hier endet dann auch schon wieder unsere kleine urbane Runde mitten aus dem Dreistädtereck. Wir sind immer noch hier auf dem Mechtenberg, und wie ich sehe, führen ja auch ganz besondere Wanderrouten entlang. Und zwar die Bergroute gibt es hier zwischen Ruhrtal und Mechtenberg jede Menge zu entdecken. So, ich hoffe, es hat auch heute wieder Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Wir laufen jetzt noch weiter runter. Ich sehe, hier vorne gibt es noch einen Biergarten, wo wir geparkt haben am Startpunkt. Ist ein wunderbarer Bauer. Ich glaube, da kann man noch auf Kaffee und Kuchen einkehren. Für uns an dieser Stelle ist aber erstmal vorbei. Ich habe ein Wanderei gegessen mit Salz und Pfeffer. Für euch noch frohe Ostern. Bis bald, euer Schrömi von Pottananda. Ciao.